So Leute, willkommen zurück zu Let's Play WoW Legion. In der letzten Folge haben wir endlich das Geheimnis unserer Schurkenquest gelüftet. Warum hier irgendwie alles, ja, nicht so ist, wie es scheint, könnte man es schon am besten beschreiben. Wir haben ja herausgefunden, dass der echte Matthias Schur gefangen gehalten wird und der aktuelle, der sich bei uns im Sturmwind befindet, nur ein Fake ist. Also sprich ein Schreckenslord, der sich als ihn ausgibt und dort die ganze SI7 dirigiert. Ist problematisch, müssen wir uns drum kümmern, aber erstmal müssen wir erstmal die Frage stellen, wo ist Matthias Schur? Dafür müssen wir leider viele, viele Quests erledigen, um das herauszufinden. Bevor wir das machen, würde ich mal sagen, geben wir erstmal die ganzen Sachen hier ab. Denn sonst können wir da erstmal gar nichts machen. So. Dann haben wir das. Dann würde ich mal sagen, ich guck mal, ob ich vielleicht schon in Forschung was wieder investieren kann. Das wäre mal was. Also das ist immer so etwas, was wir immer machen müssen, leider. Belohnung und altes großen Herausforderungs? What? Hi, wie geht's? I can't remember dass ich das benutzt habe. Das kann ich. I cannot remember. Oh, was ist das denn? Was war denn diese, was war dieser Kreis? Achso, Artefaktwissen ist einfach nochmal weiter gestiegen. Ja, super, was ist das? Schließt einen mythischen Schlüssel. Ah, das ist ein Key. Ich erinnere mich, da hat man mal bei mir irgendwann mal was davon erzählt, dass man das benötigt, um da gewisse Belohnung freizuschalten. Interessant. Bevor wir sie da auf die Mission schicken, weiß ich, dass ich hier noch so einen kleinen Auftrag gestartet habe, dass man mich hier mit Ausrüstung versorgt. Das möchte ich gerne noch in Anspruch nehmen. Das müssten wahrscheinlich. Etwas? Verdammt viel. Auf dann. Das war, was habe ich da noch? Egelgebräu, was ist denn das denn? Erhöht die Erfolgschancen, Missionen, Begleitung von Piratenmannschaften oder Duellanten oder. Oh, nice, was ist das? Verringern Missionsdauer um 5%? Joa, joa, komm hier. Ich würde ja gerne Valera da auch mit. Moment. Noggenfrog ist aber der einzige, den ich da so gerade so ziemlich boosten kann. Das geht nicht. Das geht nicht, das sind alles so spezielle Fähigkeiten. Nee, das kann ich also noch entweder aufbewahren oder ich verkauf's. Das ist ja nicht gerade so geil. Das behalte ich noch. Das möchte ich dann so für Valera einsetzen, wenn die mal Level 110 ist. Gut. Schicken wir sie erstmal auf die Mission los. Wo ist Matthias Schur, der Freund? Wir beginnen, wo andere aufgeben. Ja. Boah, man merkt schon. Aber man merkt schon deutlich, dass die hier. Fuck, Alter. Die werden ja langsam immer schwächer und schwächer. Könnt ihr nicht sehen, das bringt mir nichts. Bin. Warte mal, was ist, wenn ich ihn da einsetze? Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Ja, ich müsste das irgendwie so deichseln und dann hole ich noch einer der Piratenmannschaften. Dann würde das. Ja, dann. Was? Ihr habt zu viele aktive Anhänger, ihr müsst einen von ihnen deaktivieren. Ach, nö. Das ist ja blöd. Jetzt muss ich wirklich noch sagen, wen ich da so. Ja. Eigentlich würde ich dann Garun aus dem Weg räumen, die ist ja genauso wie Valera. Das ist ja scheiße, dass man so wenig nur bei sich tragen kann. Wie deaktiviere ich sie denn? Das wäre mal eine Frage, die man sich auch mal stellen müsste. Normalerweise konnte man das hier so machen. Oder war das hier? Ach genau, hier konnte man über das deaktivieren. Leider. Tut mir leid, Garuna, aber ja, du bist erstmal raus aus der Geschichte. Okay. Wir beginnen, wo andere aufgeben. Ich könnte das auch so machen, aber nee. Ich muss die leider leveln. Ich glaube, das passt schon so. Ja, 96 kommen. Wenn die das versauen, das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, schicken wir da Valera los. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? So. Bisschen Artefakt macht für uns sammeln. Hier auch perfekt. Hier Piratenmannschaft. Ach, mehr kann ich hier auch nicht boosten. Ja, dann schicke ich lieber so einen Bandit los. Gut, damit hätten wir das abgeschlossen. Zur nächsten Frage, denn wir haben auch in der letzten Folge so ein komisches Artefakt aufgesammelt, so einen Stern. Mussten ja dafür wirklich viel durchmachen, kann man ja wirklich schon so sagen. Da wir den Angriff der Exoder abwehren mussten. War so scheinbar eine Belagerung, fand gerade auf die Stadt. Und dann haben wir diese Quest abgeschlossen und dann hat uns Khadgar gleich wieder daraufhin fünf Sekunden, bevor ich das Ding platziert habe, wieder angerufen und gesagt, yo, ich brauche deine Hilfe und jetzt reiten wir mal hin und fragen Khadgar, yo, ich bin hier, wie kann ich dir helfen, ist wohl die Frage, die man sich stellen müsste. Mal schauen, was der so zu erzählen hat, der Kollege.
Wissen ist Macht. Entscheidend. Wenn das funktioniert, besteht vielleicht ja doch noch Hoffnung für Turalon und die Armee des Lichts. Die Tränen von Ilun sind für euch bereit, ich bin mir aber nicht sicher, wie es weitergeht. Bringt das Relikt zurück zu eurer Ordenshalle und versucht es auf das Herz des Lichts anzuwenden. Vielleicht müssen sie sich berühren. Ich kann da wirklich auch nur raten. Hoffen wir, dass das funktioniert. Lebt wohl. Okay. Habe ich denn die Träne? Okay, ich habe die Träne von Ilun bei mir. Gleich direkt wieder zurück zu unserem Schurkengebiet. Das war irgendwie so Tyralon, für die, die es nicht wissen. Das war so in der letzten Folge der Typ. Ja, der mit diesem komischen magischen Objekt, den wir da hatten. Was war das denn nochmal? Ich habe komplett vergessen, was das Ding nochmal so ausgesagt hat. Ach ja, das war so ein komisches Ding. Was Wissen, Licht und bla bla bla. Also so Drehneizeug von sich gegeben hat. Also auf jeden Fall ein wichtiges Relikt, aber das irgendwie zerbrochen ist oder nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und jetzt müssen wir es, glaube ich, reparieren, um Kontakt mit Tyralon aufzunehmen. Das ist der Typ, der uns eine Message hinterlassen hat, als wir das Ding gefunden haben. Na, mal schauen, ob das hier wirklich was wird. Hier, da ist das gute Stück. Herz des Lichts, so heißt das Ding. Naja, mal sehen, ob sie sich berühren müssen. Oh. Okay, und jetzt? Ach genau das Viech! Ah, hab keine Angst, sterbliche Wesen. Euer Bewusstsein wurde zu meiner astralen Präsenz in den großen dunklen Welten projiziert. Ich bin Sera, einer der ersten Naru, die hier während der großen Ordnung geformt wurden. Im Streben nach Antworten kamt ihr zur Wiege aller Schöpfung. Nun denn, hört meine Worte und findet Erleuchtung. Vor langer Zeit tobte eine gewaltige Schlacht, die das Schicksal aller Welten entscheiden sollte. In jener letzten Schlacht unterlag das allmächtige Pantheon dem dunklen Titan Sageras. Also erzählt uns jetzt sozusagen die Urgeschichte vom ganz, ganz alten Krieg. Nach dem Fall der Titanen gab es niemanden mehr, der sich Sageras Willen hätte entgegenstellen können. Es folgte ein brennender Kreuzzug, im Zuge dessen er und seine brennende Legion zahllose Welten auslöschten. Also es ist Tatsache, sozusagen die ganz, 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 ganz alte Geschichte. Aus der Asche jener zerstörten Welten erhob sich Überlebende, um den Dämonen die Stirn zu bieten. Die Armee des Lichts war geboren. Doch nun steht diese Armee am Rand der Vernichtung. Ihr Feldzug auf Argus wird bald ein blutiges Ende nehmen. Wenn sie fällt, wird die Legion erneut einen brennenden Kreuzzug ausrufen und der Kosmos wird in seinen Grundfesten erzittern. Die Suche nach dem Kind vom Licht und Schatten hat mich hierher geführt. Diesen Jungen ist es bestimmt, die Ära der Dämonen zu beenden. Also es gibt sozusagen einen Auserwählten, der Typ, der... Es ist schon fast wie in der Matrix. Es ist jener, den ihr Illidan Sturmgrimm nennt. What? Nein, komm schon, doch nicht der. Ihr wollt mich doch verarschen, der? Ja, ich meine, okay, er ist so... Er wird ja als der Anti-Held emanzipiert. What? Victor? Was guckt ihr so? Noch nie einen Seelöwen gesehen? Was, der Seelöwe? Seht, wer von den Toten auferstanden ist. Ihr war 3 Tage lang bewusstlos. Katka ist bestimmt heilfroh, dass sein kleiner Superfreund wach ist. Immer noch ein was wach ist? Ich dagegen immer noch ein verdammter Seebär. Naja, ist immerhin eine sehr niedliche Art, mich da zu begrüßen. Aber sozusagen, das ist so die Geschichte von ganz, 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 ganz langer Zeit, als Sageras das erste Mal seinen Feldzug startete, der dann, ja, aber ich bin noch ein bisschen baff, dass Illidan der Auserwählte sein soll. Ich meine, wir sprechen hier schon von den Illidan, den wir da die Fresse poliert haben. Ich meine, an sich ist das ja so der typischste Anti-Held. Das ist so jemand... Da scheiden sich immer bei vielen die Geister. Das ist meistens für viele eigentlich... Warte mal erstmal, Katka, ihr lebt. Eure Champions kamen zu mir, nachdem sie vergeblich versucht hatten, euch in der Ordenshalle wiederzubeleben. Wir haben euch hierher gebracht. Was ist passiert? Ja, das erzähle ich dir gleich mal, was passiert ist. Aber Illidan, das ist schon krank. Das ist ja der Typ, der eigentlich versucht, das Richtige zu tun, aber irgendwie...
ihm so, kann man sagen, Stolpersteine in den Weg gelegt wird. Oder besser gesagt, er legt sich die eigentlich selber hin, aber er versucht wenigstens das Richtige zu tun. Dass er wieder das Kind des Lichts und Schatten. Ja, okay, entweder ist er Erlösung oder Vernichtung. Mal schauen. Ergebenste Grüße, Champion. Tot? Die Titanen sind tot? Khadgar grübelt kurz über diese Neuigkeit nach. Das erklärt vieles, aber dennoch erfüllt es mich mit großer Traurigkeit. Wir waren so lange auf uns allein gestellt. Unsere Götter wurden getötet, bevor wir geboren wurden. Was die Armee des Lichts und Illidan betrifft, weiß ich auch keinen Rat. Ich habe mich noch nie so machtlos gefühlt. Illidan ist tot und die Goldene Armee kämpft in unserem Namen einen endlosen Krieg im gesamten Kosmos. Ich muss einen Moment nachdenken, Arioche. Das sind fast zu viele schlechte Nachrichten für einen alten Mann. Ihr seid unsere letzte, unsere größte Hoffnung. Also sozusagen... Der Schmerz geht vorüber, Champion. Ihr tragt jetzt mein Mal. Dadurch kann ich eure Erlebnisse sehen und fühlen. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr könnt. Es gibt viel zu tun. Ja, und wieso das denn funktionieren? Es liegt viel Ich weiß, glaube ich, wie wir mit den Kollegen Kontakt aufnehmen können. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, wir müssen einfach wieder mit dem. Das muss ich mal austesten. Ich glaube, ich muss einfach mit ihm wieder in Kontakt treten. Also sprich, mein Stein hier, meinen guten alten Stein hier. Nicht zerstören, das wäre jetzt dumm. Einfach, glaube ich, mit dem Stein wieder in Kontakt treten und ich müsste dann eigentlich wieder mit ihm Kontakt aufnehmen können. Aber interessant. Die Geschichte erinnert mich zwar sehr an Matrix. An Star Wars. Ah, ja, der Auserwählte, ne? Der entweder das Gleichgewicht oder die Vernichtung bringt. Das ist loblich gesprochen. Tatsache, das Ding hat eine Quest für uns. Super, dann war es ja eine sehr gute Idee, von uns zurückzukehren. Und das Ding steht wie eine Eins. Das Herz des Lichts wird als Behältnis für Illidan Sturmgrims Wiedergeburt dienen. Dies ist mein letzter Dienst für das Licht. Was? Das Ding soll benutzt werden, um Illidan zu beleben? Okay, I don't know what you... Okay. Ah, okay. Aber Illidan ist tot und seine Seele im Nefer verschollen. Bevor wir es wagen können, seine Seele zurückkehren zu lassen, müssen wir das Behältnis auf seine Rückkehr vorbereiten. Die Echos von Illidans Vergangenheit lassen sich in zwei Welten finden. Ihr müsst euch auf die Suche nach dem Echos begeben. Fangt dort an, wo alles beginnt, Arioche, bei der Geburt. Findet Illidans Geburtsort im Vaishara. Lasst die Erinnerung aufleben. Reist nach Vaishara und werde Zeuge der ersten Momente in Illidan Sturmgrims Leben. Ist ja super, also ein bisschen... Ich finde es ja immer gut, dass dieser Charakter mal beleuchtet wird. Denn im Spiel an sich, also im World of Warcraft, wurde er ja eigentlich, ja, kann man das sagen, nicht so ausführlich thematisiert. Ich meine, wer die Bücher und so weiter alles gelesen hat, der müsste den eigentlich kennen wie keine Ahnung, wie eine Westentasche. Aber für alle diejenigen, die vielleicht die Bücher nicht gelesen haben, ist es schon ziemlich schwierig nachzuvollziehen, was diesen Typen so ausmacht, was er so in seinem Leben bewerkstelligt hat, warum er überhaupt böse geworden ist. Das wird zwar in World of Warcraft in einigen Stellen immer so angeschnitten, aber es wird nie so kontinuierlich weitererzählt. Also man muss sich immer ein bisschen den Rest dazu denken oder Hallo. Sich, ja, nachlesen, besser gesagt. Wo ist denn seine Geburtsstätte? Ach, ja. Ich bin geehrt. Da, wo der Flugpunkt ist, finde ich ja super interessant. Deswegen ist es ziemlich interessant, mal zu sehen, wie der Typ so aufgewachsen ist. Viele wissen ja auch, glaube ich, dass das auch einen zu meinen Favoriten gehört, also von Charakteren her. Bin deswegen auch sehr, sehr froh gewesen, als ich gehört habe, dass er wieder einen Rückkehr wagen wird in Legion und eine zentrale Rolle spielt. Wir wissen, jetzt sehen wir auch schon, welche Rolle sozusagen als Auserwählter. Jemand, der entweder, ja, Licht in die ganze Welt bringen wird oder uns alle verdammen wird. Es ist ziemlich interessant und bin gespannt, wie sich das dann im Questen und in der Story dann auswirken wird, welchen Weg er gehen wird. Denn ich habe mir auch schon immer gewusst, oder ich wusste es, als ich wusste, dass er wiederkommt, das wird schwierig sein, ihn wieder zu überzeugen. Ne? Eigentlich ist er ja ziemlich pisst auf uns, weil wir ihn ja umgebracht haben. Und dann müssen wir wahrscheinlich zu ihm zurücktanzen und sagen, yo, Illy, sorry, dass wir dich gekillt haben. Wir wussten nicht, dass du der Auserwählte bist, der uns hier retten soll. Und dann sagst du, Illy, no, I don't give a fuck. Ich mach dich kaputt. Aber jetzt im Ernst,
Wir werden wahrscheinlich ihn irgendwann mal suchen müssen, mit ihm reden müssen, ihn wiederbeleben müssen und dann irgendwie ihn auf unsere Seite ziehen, also für das Gute zu kämpfen. Und ich glaube nicht, dass er sich so einfach mit sich reden lassen wird, gerade wenn er mit denen redet, der ihn getötet hat, oder besser gesagt so die eine Person von vielen. Rein theoretisch sind wir ja alle diejenigen, die ihn getötet haben, aber so jetzt auf unsere Person bezogen. Er wird wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass wir ihn irgendwie überzeugen müssen, irgendwie für ihn Dienst erweisen müssen und ihn zeigen müssen, dass wir guten Willens sind und nur das Beste für ihn wollen. Wow, das klang sehr schön.